Das ist Puls. Guten Abend miteinander und herzlich willkommen. Heute haben wir diese Themen für Sie. Alarmierende Sehschwäche. Immer mehr Jugendliche sind kurzsichtig. Auch in der Schweiz. Einsam im Alter. Was tun, um der drohenden Isolation entgegenzuwirken? Wadenkrämpfe im Bett. Magnesiummangel ist selten die Ursache. Tragen Sie eine Brille oder vielleicht Kontaktlinsen, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Die Kurzsichtigkeit, die sogenannte Myopie, nimmt nämlich in den industrialisierten Ländern massiv zu. Vor allem in Asien und vor allem bei den Jungen. Ob das bei uns in der Schweiz auch so ist, wir haben uns auf die Suche gemacht nach Fakten. Also. Für Nevra ist es heute soweit. Der schulärztliche Untersuch steht an. Inspiziert werden dabei auch ihre Augen. Die Viertklässlerin geht in Bern zur Schule. Hier werden alle Kindergärtler, Primar- und Oberstufenschüler getestet. Kann ich mal schauen? Das sieht ja tipptopp aus. Alles andere als tipptopp sind viele Augen in Asien. Gemäß Studien ist in China, Taiwan oder Südkorea inzwischen die Mehrzahl der jungen Menschen kurzsichtig. In Taiwan leiden bereits 84% aller Teenager unter Myopie, unter Kurzsichtigkeit. Die Erklärung dafür ist überraschend. Die starke Zunahme in Asien in den letzten 15 oder 20 Jahren ist weitgehend auf die verbesserte Ausbildung zurückzuführen. Natürlich ist dies nur eine indirekte Folge und hat mit den Lebensgewohnheiten zu tun. Vor allem mit in die Nähe schauen. Stundenlanges Lesen und Computerarbeit mit wenig Sehabstand sind Gift für die Augen. Dies umso mehr, wenn es an Tageslicht fehlt. Eine Studie der Universität Mainz belegt für Deutschland, je höher der Schulabschluss, desto stärker die Fehlsichtigkeit. Myopie ist der Preis für Bildung. Mit diesem von ihm entwickelten Messgerät kann Frank Schäffel den Krümmungsmechanismus der Augenlinse, die sogenannte Akkommodation, messen. Man vermutet, dass beim stundenlangen Nahsehen die Akkommodation überbeansprucht wird. Das Problem ist, wenn ich in die Nähe schaue, dann akkommodiere ich eben nicht genau auf das Papier. Ich gucke ein bisschen hinten dran scharf. Und das nennt man Akkommodationslag, also Verzögerung der Akkommodation, wenn man so will. Und damit ist das Bild hinter der Netzhaut scharf gestellt und dann versucht das Auge, diese Schärfenebene wieder zu finden durch vermehrtes Wachstum. Kurzsichtigkeit entsteht, wenn das Auge zu sehr in die Länge wächst. Der Brennpunkt, hier rot, befindet sich dann nicht mehr auf der Netzhaut. Das Ergebnis? Unscharfe Bilder. Oft verschlechtern sich die Augen in der Folge umso mehr. Eine Brille schafft zwar Abhilfe, aber... Das Problem ist bei der Kurzsichtigkeit immer, wenn die einmal -6 oder mehr erreicht hat, steigen die Risiken, dass man Degeneration, also Verkümmerung der Netzhaut praktisch beobachtet, die schließlich auch zur Erblindung führen kann. Und darum, dieses Risiko ist verknüpft mit den hohen Myopien, hohen Kurzsichtigkeiten. Und darum wird es irgendwann kritisch. Ja. Nevra sieht zum Glück noch gut. Wie es bei den Kindern generell um die Kurzsichtigkeit bestellt ist, wertet das Amt normalerweise nicht aus. Die Schule will nur wissen, ob ein Kind gut genug für den Unterricht sieht. Super. Für Puls nahm man die Protokolle aber genauer unter die Lupe und fand keine Anhaltspunkte, dass sich die Sehkraft der Berner Schüler in den letzten 10 Jahren stark verschlechtert hätte. Frank Schäffel weist hingegen auf Studien hin, wonach auch in Europa die Myopie seit den 70er Jahren auf dem Vormarsch ist. Etwa jeder zweite Schulabgänger soll bei uns bereits kurzsichtig sein. In Mitteleuropa gibt es Studien aus Schweden, England, Dänemark und eben jetzt auch aus Deutschland. Und es würde mich sehr überraschen, wenn das in der Schweiz völlig anders wäre. Studien für die Schweiz gibt es noch keine. Einzig der Optikerverband macht regelmäßige Umfragen. Demnach tragen heute 55% der Jugendlichen eine Brille. 4/5 davon, weil sie kurzsichtig sind. Vor 10 Jahren waren es deutlich weniger.
Fällt Ihnen da so eine Entwicklung auf, Thomas Kiessling? Sie sind ja nur Schularzt. Ich muss sagen, die Zahlen bei mir in der Praxis sind für eine echte Statistik zu klein. Aber ich sehe schon immer wieder Schüler oder Kindergärtler vor allem, die so eine knapp genügende Sehschärfe haben. Und da muss man dann wirklich den Eltern sagen, sie sollen bei diesem Problem gut weiter darauf achten, weil eine schlechte Sehschärfe kann sich dann auch auf die Schulleistungen schlussendlich auswirken. Und Kinder sind manchmal wirklich Künstler im Verbergen von dieser Sehschwäche. Sie wollen es verheimlichen, weil sie einfach keine Brille wollen. Aber ist es so, generell hat man schon das Gefühl, dass es nicht wirklich so ein Thema ist. Wir haben auch beim Bundesamt für Gesundheit angefragt. Da hat es geheißen, wir haben keine Zahlen, weil Kurzsichtigkeit jetzt eben nicht als Krankheit registriert wird. Das ist so. Eine leichte oder mittlere Sehschwäche, also Kurzsichtigkeit, gilt nicht als Krankheit. Aber man war natürlich auch bis vor kurzem noch der Meinung, gewesen, entweder man hat es oder nicht. Man kann sowieso nichts machen, Brillen anpassen und dann ist es getan. Aber in der Zwischenzeit hat sich doch einiges Neues zeigen, ja. Es wollen eben nicht alle Brillen oder Kontaktlinsen. Jetzt beispielsweise im asiatischen Raum, wo es ja viel Kurzsichtige gibt, da boomen die Augenzentren. Die Jugendlichen werden im Schnelldurchlauf getestet und dann gerade weitergeschickt zum Lasern. Eine Möglichkeit aber, die Forscher suchen auch nach anderen Lösungsansätzen gegen Kurzsichtigkeit bei Kindern. In Singapur will man dem Wachstum des Augapfels mit Atropin-Augentropfen entgegenwirken. Eine Forscherin erklärt im asiatischen Fernsehen, dass dies ein Mittel sei, um bei Kindern bis 12 Jahren das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit zu verlangsamen. Wir fanden heraus, dass niedrig dosiertes Atropin das Wachstum zwischen 50% und 60% verlangsamen konnte. Bei tiefen Dosierungen waren die Nebenwirkungen sehr gering. Bei den höheren Dosen kamen unerwünschte Nebenwirkungen hinzu. Kein Wunder, denn Atropin wird aus der Tollkirsche gewonnen und gilt als Nervengift. Unterdessen sind die Tropfen im asiatischen Raum jedoch zum Kauf freigegeben. Doch was hält der Augenexperte von den lähmenden Augentropfen? Das ist einfach jetzt relativ neu, dass man mit so geringen Dosen was erreichen kann. Und ich nehme doch an, dass sich das dann deutlich weiter verbreitet in der Zukunft. Einen anderen, speziellen Lösungsansatz bietet diese Linse. Entwickelt hat sie der Schweizer Martin Lörtscher. Die Linse trägt man nur in der Nacht. Sie soll Kindern helfen, die schon kurzsichtig sind. Sie wird individuell angepasst, hier an einem erwachsenen Probanden. Das Besondere, die Linse drückt mechanisch aufs Auge. Der Brennpunkt verschiebt sich nach hinten. Der Effekt, den man macht, ist, man formt die Hornhaut um vom Auge. Also man formt eine neue Optik in die Hornhaut rein. Und die Optik hat zum einen macht, dass man durch den Tag gut sieht, also die Korrektur ist weg. Und zum Zweiten tut man eben Brennpunkte anders setzen, dass das Auge Signale bekommt, dass es aufhört zu wachsen. Das Eindrücken der Hornhaut ist hier klar sichtbar. Durch die neue Positionierung der Brennpunkte will Lörtscher das Auge daran hindern, weiter zu wachsen. Das Prinzip funktioniert, sagt Frank Scheffel, Professor für Augenheilkunde. Auf diese Weise tut man praktisch die Brille in die Kornea reinbauen, wenn man so will. Man macht nämlich die flacher, dann wird die Brennweite länger, das Bild wird wieder scharf, obwohl das Auge kurzsichtig ist. Und diese Ortho-K heißt Orthokeratologie, die ist doch sehr modern oder fashionable, wie man so sagt auf Englisch, geworden. Es gibt relativ viele Studien, die zeigen, dass die tatsächlich auch das Augenlängenwachstum hemmen, wenn man solche Brillen über Nacht aufsetzt, also solche Kontaktlinsen, die die Kornea flach machen. Martin Lörtscher hat in Auckland in Neuseeland seine Linse an 30 Kindern getestet. Bei 25 haben wir das Augenwachstum komplett stoppen. Und das sind Kinder, die alle im Jahr im Schnitt 1 Dioptrie die Augen schlechter geworden sind. Das haben wir komplett stoppen. Im Vergleich zum Gegenauge, wo wir nicht therapiert haben, wo weitergewachsen ist im gleichen Zeitraum. Ein dritter origineller Ansatz ist diese Lesebrille. Mit ihr soll beim noch gesunden Auge das Längenwachstum verhindert werden. Puls hat bereits 2004 darüber berichtet. Kinder, die eigentlich noch keine Brille brauchen, tragen die Brille, wenn sie über längere Zeit in die Nähe schauen, wie beim Lesen und Schreiben. Der forschende Augenarzt Alexander Reis erklärt die Idee hinter der speziellen Lesebrille. Die Idee der Studie ist, dass wir mit diesen 2-Dioptrien-Brillen die Arbeit des Auges übernehmen. Das Auge muss nicht auf die Nähe einstellen und damit hoffen wir, dass dieses Längenwachstum des Auges ungestört verlaufen kann.
Er stützte sich auf eine Studie mit Hühnern, die ebenfalls präventiv eine Brille trugen. Das Längenwachstum des Auges konnte nachweislich verlangsamt werden. Und wie sieht es heute aus beim Menschen? Hatte die Studie Erfolg? Ein Jahr lang trugen die Kinder die Brille. Da haben wir festgestellt, dass in der Kontrollgruppe, die aber die Brille nicht trägt, die Kinder signifikant mehr in Richtung Kurzsichtigkeit gegangen sind als die Kinder, die die Brille trägt haben. Wir haben dieses Längenwachstum in Richtung Kurzsichtigkeit halbieren können. Seine eigene Tochter ist das lebende Beispiel. Schon seit 7 Jahren trägt Kiana die Lesebrille beim Nahschauen. Sie neigt genetisch gesehen zur Kurzsichtigkeit, doch bis jetzt ist sie es nicht geworden. Aber das einfachste Rezept, da sind sich alle einig, ist, Abstand von der Nahsicht zu gewinnen und viel nach draußen ans Licht zu gehen. Also nachdem klar wurde, dass das Licht so ein wichtiger Faktor ist, haben die in China in mehreren und Taiwan in mehreren Studien die Kinder in der Mittagspause nicht mehr Mittagsschlaf machen lassen, sondern ins Freie geschickt. Für eine Stunde länger war die Mittagspause anscheinend nicht. Und das war bereits ausreichend, um die Kurzsichtigkeit in der einen Studie um 25% zu reduzieren und in einer anderen in Taiwan 50%. Das Tageslicht rege die Dopaminproduktion an. Dies wiederum soll das Augenwachstum positiv beeinflussen, so die Vermutung. Draußen spielen macht also nicht nur Spaß, sondern fördert auch den Weitblick. Und das erst noch ohne Eingriff. Das wäre auch klar mein Favorit, Thomas Kiesling, oder von all diesen Methoden. Wie sehen Sie das? Da sind wir einer Meinung. Also, da haben jetzt auch die Eltern ein weiteres Argument, um den Kindern zu sagen, so Gameboy und weiss nicht, was für Konsolen abstellen, rausgehen, das Licht rausgehen. Und ich glaube, das tut nicht nur den Augen gut. Das ist ganz klar mein Favorit. Absolut. Dankeschön. Mögen Sie sich noch an das Puls von letzter Woche erinnern? Die über 100-jährigen Schweizerinnen und Schweizer, die noch erstaunlich fit waren im Körper und auch im Geist. Das wird künftig keine Seltenheit sein. Wir werden immer älter, bleiben länger gesund. Aber das Bild von dynamischen Senioren, die ihr Alter noch so richtig geniessen und auskosten, das ist nur ein Teil der Realität. Gemäss Umfragen fühlt sich nämlich jeder Dritte über 65 einsam. Wenn die Pendeluhr der lauteste Mitbewohner wird, die Erinnerungen farbiger sind als die Gegenwart, der Lebenspartner verstorben, das Telefon stumm, der Tisch ungedeckt, dann ist die Einsamkeit möglicherweise schon Dauergast geworden. Es gibt viele Tage, wo ich eigentlich mit niemandem reden kann. Margrit Bommer ist 89 Jahre alt. Sie war zeitlebens Bäuerin. Ihr Mann verstarb vor 14 Jahren. Seither lebt sie allein. Den Haushalt kann sie noch immer selber besorgen. Aber das Haus verlassen ist ihr kaum mehr möglich. Ich bin natürlich jetzt alt, sehr alt. Die meisten, die ich kennt, lange Zeit, aber viele sind noch Seiswil oder städtlich gewohnt. Die leben nicht mehr. Also, Turnen gehe ich da in ein sogenanntes Senior- oder Altersturnen. Und dort bin ich auch die Älteste. Sie hat zwar Kontakte mit ihren Kindern und Enkelkindern, aber dabei machen der Großmutter die Hörgeräte zu schaffen. Einer Diskussion mit mehreren Personen gleichzeitig kann sie nicht mehr folgen. Ja, Cousine habe ich noch, die wohnt so ab in Zell. Und telefonieren ist bei mir auch noch ein bisschen schwierig, wegen dem Verstehen, wenn ich eben die Leute nicht anschaue. Nein, ich habe leider keine Freundin. Die Einsamkeit. Sie kann Menschen auf dem Land genauso treffen wie in der Stadt, im Bauernhaus wie im Pflegeheim. Max Kunz ist 92 und blickt auf ein aktives, erfolgreiches Leben zurück. Kunz war Direktor der ZÜSPA, jahrelang Zürcher Gemeinderat und ist immer noch Zünfter.
Ja, man kann natürlich nicht mehr das gleiche Leben führen wie vorher. Schon, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Man kann keinen Sport mehr treiben. Man kann nicht mehr schnell dort und dort hergehen. Trotzdem pflegt Kunz noch möglichst viele Kontakte. Verlässt auch immer wieder mal das Heim für einen Ausflug mit einer seiner Töchter. Ich fühle mich einsam am Abend. Da. Am Abend, wenn ich mit einer Tochter weg bin und sie mich ablässt. Da auf Deutsch gesagt, ablässt. Und dann hat sie mir aber etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie hat mir gesagt, weißt du, Papi, ich bin froh, dass ich dich da jetzt abladen kann und dass ich weiß, dass du gut betreut bist. Die Therapie gegen Einsamkeit für Margret Bommer kommt alle zwei Wochen. Rezia Honecker, eine Freiwillige vom Besuchsdienst des Roten Kreuzes. Die kommen nicht mit einem Programm dorthin. Das Programm machen wir einfach jedes Mal. Das ergibt sich. Ja, einfach Bedürfnisse. Andere finden schon, dass sie auch Wochen kommen. Das sind wenig. Und ich bin ein bisschen, sind wir noch mal drei Wochen gegangen. Am Anfang, ja. Das Verhältnis der beiden Frauen ist inzwischen so gut, dass die Ältere der Jüngeren das Du angeboten hat. Sie reden dann jeweils über alles, was rundum so läuft. Im Privaten, Gesundheitlichen, im Dorf, im Land, auf der Welt. Und planen schon die nächsten Kommissionen, das nächste gemeinsame Kömmerle. Wenn man mehr als heimbringt und ich überhaupt nicht mehr im Stand bin, auf Post oder auf Bank zu gehen, dann wird er nicht alles einsam. Dann ist er fast im Altersheim. Die Angst vor der Isolation im Heim. Auch Max Kunz hatte sie, hatte höchste Bedenken, als er vor einem Jahr ins Pflegeheim einzog. Inzwischen ist ihm ein Termin zum Programm Highlight der Woche geworden. Die Männergesprächsrunde. Wintersport gestern und heute ist das Thema der Woche. Die lachende gut. Die lachende gut. Die einen von Ihnen haben die auch schon mal gesehen. Zum Erheben. Bei uns ist es Ziel die Integration der Senioren und Seniorinnen hier im Pflegeheim. Wir lernen sie kennenlernen, schauen, was haben sie für Ressourcen, was haben sie für Interessen, was haben sie früher gemacht. Biografiearbeit ist sehr wichtig, dass wir wirklich die Leute kennenlernen. Also wir machen eigentlich Beziehungsarbeit. Eine Struktur im Alltag ist für die Bewohner wichtig. Auch wenn alltägliche Verrichtungen zusehends mühevoller werden. Da muss man sich einen Ruck geben. Man muss sich ja da anlegen. Man muss ja, zum Beispiel gerade jetzt in dieser Zeit, man muss sich recht anlegen. Und das ist schon eine Arbeit, die man sonst daheim gar nicht realisiert hat. Man ist schnell in etwas hergelaufen und ist gegangen. Durch Behinderungen ist das heute nachbetrachtet. Wenn er dann angezogen ist, öffnet er seinen iPad, liest die aktuellen News, weil ihm die Printausgaben der Zeitungen zu spät angeliefert werden. Und dann vielleicht ein Jass auf der App von SRF Samstagjass. Bemerkenswert. Kunz hatte nie Kontakt mit Computern während seiner Berufstätigkeit. Er lernte diese Welt erst als Pensionär kennen. Und für Jas Freunde erst recht bemerkenswert, seine Prognose beim Differenzler ist punktgenau richtig. 0 Punkte Differenz für Max Kunz. Und das mit 92 im Pflegeheim. Einsamkeit im Alter, so unterschiedlich kann sie erlebt und mit ihr umgegangen werden. Das ist jetzt unser Thema, das Sie ab jetzt auch schon anrufen können, Fragen stellen zur Einsamkeit im Alter. Wir haben Sozialberaterinnen bei uns, Psychiater, Seelsorger. Die erreichen Sie auf 0848 00 23 23. Und bis um 11 Uhr können Sie auch schriftlich im Expertenchat Fragen stellen. srf.ch/puls. Meine Expertin im Studio ist Jacqueline Bissegger, Fachstellenleiterin bei der ProSeneca.
Institute in Zürich. Jetzt haben wir ein paar Gründe gehört, die eben dazu führen, dass man mehr allein ist im Alter. Angehörige, Freunde sterben. Man ist körperlich eingeschränkt. Aber bedeutet das allein sein dann auch, dass man einsam ist? Nein. Gerade bei einem Heimeintritt, wo man ja dann nicht allein ist, sondern sich in eine Gemeinschaft von Leuten begibt, kann man sich trotzdem einsam fühlen. Genauso kann man alleine daheim sein, aber man hat Nachbarn und Verwandte, die sich kümmern, wo eine vertrauensvolle Beziehung herrscht und man fühlt sich eben nicht einsam. Also was ist der Punkt am Schluss, dass man sich einsam fühlt? Das sind die Kontakte, die man braucht. Das sind Kontakte, vertrauensvolle, tiefe Kontakte. Das ist es eben, nicht irgendwelche, oder? Nein. Sondern ein Vertrauensverhältnis. Jetzt heisst das eigentlich, dass man vielleicht schon müsste in früheren Jahren, ich weiß nicht, was sie da raten oder daran denkt und eben darauf schaut, dass man eben ein Netz hat und vielleicht nicht nur an den Beruf denkt oder solche Sachen. Genau, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man möglichst früh Kontakt pflegt, tiefe Kontakt und die auch weiterzieht und halt nicht vernachlässigen tut. Vertrauen ist ja etwas, das ja muss wachsen und überdauern. Genau. Und dann haben Sie es ja vorhin auch angesprochen, daheim eintreten, dass eben viele möchten das eben nicht, möglichst lange daheim bleiben und eben nicht ins Heim. Da sind auch viele Vorurteile rum. Aber eben einsam kann man sich ja dann an allen Orten fühlen. Oder was machen Sie da für Erfahrungen? Das ist so. Ich höre immer wieder von Personen im Heim, die sagen, ich habe keine Bekannte und ich fühle mich trotzdem nicht wohl. Ich denke, es hat schon auch damit zu tun, wie kann ich denn auf die Leute zugehen? Bin ich bereit, neue Kontakte zuzulassen und den Schritt auch zu machen? Was geben Sie denn so für konkrete Tipps jetzt? Beispielsweise, oder was gibt es da für? Ich denke, ein grundlegendes Thema ist, mit sachlichen Themen bleibt man auf einer oberflächlichen Ebene. Also man muss sich auch öffnen. Im Besuchsdienst, wo wir gesehen haben, eine Person, die regelmäßig kommt, die man dann auch kennt und ein Vertrauensverhältnis entsteht, geht man automatisch in die Tiefe. Und erst das gibt ihm das Empfinden, nicht alleine zu sein. Genau, aber so Angebot, man muss es eben selber machen, sagen Sie selber. Ja. Jetzt gibt es Leute, die kapseln sich eben auch selber zurück. Kann man jemanden dann so ein bisschen rauslocken, ein bisschen anstupfen? Als Angehörige hat man ja vielleicht das Gefühl, man sollte. Jawohl, ich denke, grundsätzlich kann man einen Impuls geben, weil Vertrauenspersonen kann man nicht auf Bestellung bereitstellen. Es empfiehlt sich, Fachleute allenfalls hinzuziehen, weil es gibt sehr viele Angebote, wo man wiederkehrend Leute trifft, sei es über einen Besuchsdienst, sei es über einen Fahrdienst, der einem irgendwo auch herfährt, einen Begleitdienst. Und es ist wichtig, dass man zu diesen Informationen zuerst einmal kommt. Und da gibt es Möglichkeiten über Fachstellen. Also konkret jetzt? Konkret pro Anekdote, wo in der Beratungsstelle wissen, was ist das Angebot oder auch in der Region. Oder es gibt auch Gemeinschaftszentren. Genau, aber es ist natürlich Gemeinschaftszentren, Seniorenuniversität, es gibt so viel. Aber das ist natürlich regional geregelt. Es ist ganz wichtig, dass man im Grunde noch eine Ansprechperson hat, die dann vor Ort sagen kann, was für Angebote gibt es denn auch vor Ort. Genau. Dazu findet man auch bei uns auf der Internetseite Tipps. Ich bedanke mich bei Ihnen. Sie bleiben noch bei uns bis um 11 Uhr. Und wir gehen jetzt einen Schritt weiter und fragen uns, wann wird denn die Einsamkeit zu einer psychischen Erkrankung, zu einer Depression? Das ist gar nicht so einfach zu erkennen und kommt manchmal schleichend. Die Einsamkeit, die Depression, was war zuerst? Die Kinder schon lange ausgezogen, die Ehe geschieden, kurz vor der Pensionierung die Stelle verloren. Für Veronika Füllemann, 65, begann eine Vereinsamung, ein schwarzer Tunnel, in den sie immer stärker hineingezogen wurde. Meine Einsamkeit ist schleichend gekommen. Und ich habe mir einfach die Sachen eingebildet, die eigentlich nicht sind. Ich habe dann einfach nur noch geradeaus gesehen, nicht mehr rechts und nicht mehr links. Und so habe ich mich immer mehr von außen her isoliert und habe auch nichts mehr wahrgenommen für Leute, die mich einladen wollten. Habe ich einfach stur abgesagt. Das hat zum Suizidversuch geführt. Die Lebensphase um 60 enthält viele Risiken, die zu psychischen Belastungen und Erkrankungen führen können. Die Klinik Littenheid hat deshalb eine eigene Abteilung für Senioren.
Die Patientin erzählt, was ihr geholfen hat. Ganz sicher die psychologischen Gespräche. Das ist einmal etwas sehr Wichtiges. Oder auch die Begleitpersonen, die man zugewiesen bekommt. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich jedes Mal Personen hatte, die mir auf Anhieb sympathisch waren und ich mich dann aber auch öffnen konnte. Und wenn mir jemand sympathisch ist, dann bin ich wie ein offenes Buch eigentlich. Also ich kann dann über mein Problem, das ich habe, kann ich dann auch gut reden. Und so geht es mir auch in der jetzigen psychiatrischen Therapie. Die Klinik konnte Veronika Füllemann inzwischen verlassen. Ihr Selbstwertgefühl ist zurückgekehrt. Wenn man selber nicht mehr Kraft hat dazu, um sich selber zu melden, dann ist es einfach ganz, ganz wichtig, wenn Angehörige oder Bekannte, die das gesehen haben, einem so darauf hinweisen, dass man, dass ja eigentlich gute Kliniken gibt, wo man Hilfe holen kann. Aber wie merkt man denn, dass jemand in einer Depression steckt? Silke Bachmann, Sie sind Direktorin an der psychiatrischen Klinik in Littenheid. Wie unterscheidet sich denn Einsamkeit von einer Depression? Die Einsamkeit ist häufiger Teil von einer Depression, wie es Frau Füllemann gesagt hat. Mhm. Aber längst nicht jede Einsamkeit ist natürlich eine Depression. Eine Depression ist nicht das Gefühl. Es ist ein Zustand, der mindestens 2 Wochen dauert und wo einhergeht mit der gedrückten Stimmung und im Alter auch mit der ängstlich hilflosen Stimmung und vielen Klagen, beispielsweise über körperliche Beschwerden. Dann grübeln depressive Leute häufig. Sie verlieren den Antrieb, die Energie, das Interesse, die Freude. Und es gibt auch Veränderungen vom Schlaf, vom Appetit, von der Konzentration und auf den Rückzug ins Schneckenhäuschen. Und da ist natürlich schwierig zu sagen, ist es ein normales Älterwerden oder ist es schon eine Depression? Ja, es gibt Leute, die sich auch freiwillig und wollen, quasi ins Schneckenhäuschen zurückziehen, oder? Genau, genau. Aber Frau Füllmann hat etwas Wichtiges gesagt, um unterscheiden, die beiden Zustände. Sie sagt, meine Depression, meine Einsamkeit ist nicht von außen gekommen. Ich selber habe mich zurückgezogen, nicht meine Familie oder die Kolleginnen. Und dann, am Ende, habe ich so ein tiefes Selbstwertgefühl bekommen, dass ich wollte mein Leben beenden. Also da braucht es dann wirklich eine Behandlung. Und ja, wie sieht denn das aus, eben bei so einer Depression eben im Alter? Was kann man da machen? Also mittlerweile haben wir die Möglichkeit, Depressionen in jedem Alter zu behandeln. Wir haben dazu Psychotherapie und Medikamente, Antidepressiva. Speziell zu der Psychotherapie hat sich die Meinung in den letzten Jahren, seit der Jahrtausendwende, deutlich verändert. Vor etwa 100 Jahren hat der Sigmund Freud gesagt, Menschen über 50 können nicht in Psychotherapie gehen. Also, sie sich nur können ändern. Ja, wegen dem mittlerweile wissen wir, dass Menschen im Alter noch gut können Entwicklungsschritt machen, beispielsweise wenn sie den Schritt von der Übergang in Pensionierung meistern. Und so gibt es inzwischen sehr gute Psychotherapie für ältere Menschen, beispielsweise die interpersonelle Psychotherapie, IPT genannt, wo sehr wirksam ist bei Depressionen im mittleren Alter und wo jetzt weiterentwickelt worden ist für ältere Leute. Wir sagen dem IPT Late Life. Und jetzt die Angehörigen, inwiefern sind die gefordert? Was kann man da machen? Angehörige, wenn sie um sind, ist es schon gut. Sie sollten ganz fest zulassen, wenn ein älterer Mensch davon redet, nichts mehr wert zu sein oder nicht mehr wollen zu leben. Auch wenn die Umgebung und das Umfeld gleich bleibt und das Verhalten und die Stimmung von einer Person sich deutlich verändert, sollten Angehörige zulassen, darauf achten und mit dieser Person reden. Und vielleicht auch Druck machen, oder? Vielleicht, wenn das nicht langt. Ja, also
Sie könnt, ich denke, Sie könnten mal bei einem Verdacht könnten Sie mal mitgehen zum Hausarzt, um Ihre Eindrücke zu schildern. Denn die Hausärzte haben viel Erfahrung mit psychischen Problemen. Sie sollten es erkennen und behandeln oder eben weiterleiten an den Psychiater. Ich danke Ihnen vielmals für die Informationen. Auch Sie bleiben noch bei uns. Ja. Fragen beantworten rund um das Thema Einsamkeit im Alter. Bis am 11 Uhr können Sie noch anrufen, zum einen auf das Beratungstelefon auf 0848 00 23 23 oder Sie schreiben uns im Expertenchat srf.ch/puls. Das Baby Silas Phillips aus Los Angeles hat eine außergewöhnliche Geburt hinter sich. Es kam per Kaiserschnitt in der noch intakten Fruchtblase auf die Welt. Ein Fall, der laut Statistik nur einmal alle 80.000 Geburten vorkommt. Bis die Fruchtblase vom Arzt geöffnet wurde, erhielt das Baby weiterhin Sauerstoff über die Nabelschnur und Plazenta. Das Frühgeborene hat die ungewöhnliche Geburt gut überstanden. Resistente Malariaerreger breiten sich in Südostasien immer weiter aus. Gegen den Parasiten nützen die gängigen Malaria-Medikamente mit dem Wirkstoff Artemisinin nicht mehr. Forscher haben den resistenten Erreger jetzt auch in Myanmar an der Grenze zu Indien entdeckt. Die Wissenschaftler befürchten, dass sich der Parasit nun nach Indien und von dort über den Rest der Welt verbreitet. Malaria gilt mit rund 600.000 Todesopfern pro Jahr als eine der tödlichsten Infektionskrankheiten überhaupt. Masern sollten bis Ende dieses Jahres in Europa ausgerottet sein. Dieses Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO scheint nun stark gefährdet. Denn im letzten Jahr sind in 7 europäischen Ländern Masernepidemien ausgebrochen mit über 22.000 Erkrankungen. Die WHO fordert deshalb die europäischen Länder auf, weiter für eine hohe Masernimpfrate zu sorgen. Denn über 92% einer Bevölkerung müssen geimpft sein, um eine Verbreitung der hoch ansteckenden Masernviren zu verhindern. Und wie will man das erreichen? Also im Moment sind 86% der Kleinkinder korrekt mit 2 Impfdosen geimpft. Das ist immer noch zu wenig. Man will darum einerseits bei den Kleinkindern die Masernimpfung wirklich propagieren, aber dann auch bei den Erwachsenen, die nach 1964 geboren sind und die Masern noch nicht hatten, also keine Antikörper im Blut haben. Dort wäre es nötig, dass man denen 2 Impfdosen gibt bei den über 51-Jährigen, da nimmt man an, dass sie die Masern haben und die brauchen da nichts zu machen. Aber da gehen ja eben in Bezug auf Impfung gehen ja die Meinungen generell sehr stark auseinander, oder? Gibt es viele, die dagegen sind? Was ist Ihre Haltung? Also man muss sehen, man vergisst heute manchmal, dass Masern an und für sich eine gefährliche Erkrankung ist und früher noch zu wirklich schwerwiegenden Komplikationen geführt hat. Ich persönlich denke noch mit Schrecken an meine erste Stellvertretung in einer Hausarztpraxis zurück, wo ich ein 20-jähriges junge Person musste einweisen ins Spital mit einer Masernhirnentzündung. Und die ist dann dort gestorben. Das prägt einem irgendwie. Und ich bin ganz klar ein Befürworter der Masernimpfung. Ja. Alles klar. Besten Dank. Sie hauen sogar die stärksten Male um. Die Wadenkrämpfe. Von den Langstreckenläufern kennt man solche Szenen. Aber auch an den Fußballmatch sieht man das immer wieder. Aber Wadenkrämpfe sind längst nicht nur ein Problem der Leistungssportler. Im Gegenteil, die Hälfte der Bevölkerung hat regelmäßig die unangenehmen Schmerzen, vor allem zur Nacht. Sie kommen aus dem Hinterhalt. Ohne Vorwarnung. Ich habe sie meistens in der Nacht. Das kommt so plötzlich. Und am meisten, wenn ich mich ganz ausstrecke. Und plötzlich habe ich den Krampf in der Wade oder im Oberschenkel. Und das ist also elend unangenehm. So denke ich, es ist nichts anderes. Also, ich mache einen Kump aus dem Bett und stehe drauf und laufe ein bisschen und dehne. Und dann geht es wieder besser. Die nächtlichen Wadenkrämpfe plagen die Rentnerin 1 bis 2 Mal pro Woche. Auch wenn sie den Krampf mit Herumlaufen jeweils schnell im Griff hat, das Problem ist damit nicht gelöst. Ja, man sollte schon nicht so hinnehmen, weil das ist, es tut immer den Schlaf unterbrechen und das ist also höchst unangenehm. Wie ein solcher Wadenkrampf genau entsteht, weiß man bis heute nicht. Nervenimpulse sind es, die den Muskel sich zusammenziehen lassen.
Intuitiv machen wir bei einem Krampf jedenfalls das Richtige. Den zusammengezogenen Muskel in die andere Richtung strecken, das löst den Krampf. Gefäßspezialist Bruno Schwarzenbach hat viele Patienten, die über Wadenkrämpfe klagen. Als erstes klärt er jeweils ab, ob nicht eine Venenerkrankung die Probleme macht. In den meisten Fällen liegt die Ursache aber ganz woanders. Im Alter baut man Muskelmasse ab. Bewegt man sich dann noch zu wenig, sind die Wadenmuskeln schon bei mäßiger Bewegung rasch überfordert. Die älteren Leute machen dann vielleicht auch weniger Sport, also die machen dann vielleicht gar nichts mehr und das verkürzt dann die Wadenmuskeln. Und nachher laufen sie vielleicht auch mal ein bisschen länger und dann kommen sie dann halt auch in den Wadenmuskel, vor allem in den nächtlichen. Viele denken bei Wadenkrämpfen auch an Magnesiummangel. Bisher ist aber nicht nachgewiesen, dass Magnesium wirklich gegen Krämpfe hilft. Die ganze Welt nimmt Magnesium und die ganze Welt hat immer noch Wadenkrämpfe. Aber wir stellen fest, es gibt Leute, die abends zum Beispiel vor dem ins Bett gehen, nehmen die zweifache Dosis und die schlafen durch ohne Wadenkrampf. Es gibt die Leute, die nehmen das auch und die haben trotzdem einen Wadenkrampf. Was man aber weiß, neben regelmäßiger Bewegung können auch einfache Dehnungsübungen helfen. Das belegen Studien mit Sportlern und Senioren. Vor allem vor dem Zubettgehen hilft denen, die Muskeln zu entspannen. Francis Rumpf hat sich deshalb Hilfe bei Physiotherapeutin Diana Buchs geholt. Die Dehnungsübungen helfen der Rentnerin während einem Krampf, aber vor allem auch vorbeugend zur Prophylaxe. Auch wieder, bis es so angenehm zieht. Es soll nicht schmerzhaft sein, es soll ein angenehmes Ziehen sein. Wer zwei-, dreimal am Tag kurze Dehnungsübungen wie diese in den Alltag einbaut, trainiert und entspannt seine Muskeln und hat dadurch weniger Krämpfe. Egal ob Profisportler oder Senioren wie Francis Rumpf. Es tut mir schon, also weniger oft Krämpfe. Und die Hauptsache ist, man macht es. Das ist eben, dass man viel mal etwas vergisst. Und dann, wenn halt wieder ein Krampf kommt, dann muss ich wieder eine Übung machen. Was empfehlen Sie als Hausarzt Ihren Patienten mit Wadenkrämpfen? Also die Dehnübungen, die vorgestellt wurden, sind wirklich eine ganz gute Möglichkeit. Und dann schaue ich auch immer noch, ob sie genug trinken oder vielleicht auch Medikamente von mir bekommen, die entwässern. Da muss man schauen, ob die vielleicht daran schuld sind. Und dann muss ich ehrlich gestehen, obwohl die Studienlage nicht so optimal für das Magnesium ist, ich mache doch meistens auch einen Versuch mit dem Magnesium. Wir erleben immer wieder Patienten, die wirklich einfach das Magnesium brauchen und dann haben sie nichts. Bei den anderen nützt es vielleicht nichts, aber ein Versuch ist es sicher wert. Auf jeden Fall lohnt sich das auszuprobieren. Dankeschön. Wir haben heute Abend noch das Thema Einsamkeit im Alter gehabt. Da können Sie nach wie vor anrufen mit Sozialberaterinnen, Psychiater, Seelsorger reden am Beratungstelefon auf 0848 00 23 23 oder Sie gehen in den Expertenchat srf.ch/puls. Eine Schweizer Firma kann ihre Rüstungsgüter nicht auf Indien exportieren, weil sie dort auf einer schwarzen Liste steht. Und jetzt gibt es Unterstützung von der Politik. Ein Thema im Wirtschaftsmagazin Eco heute Abend. Und grosse Schweizer Konzerne bilden nur wenig Lernende aus. Das zeigt eine Umfrage vom 10 von 10. Mehr dazu gibt es dann jetzt gerade im Anschluss an unsere Sendung. Und dort geht es dann in einer Woche um das Thema chronische Schmerzen und wie man lernt, damit zu leben. Damit wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und eine gute Woche. Ade miteinander.